Die deutsche Nationalmannschaft. Eine eh schon nicht ganz einfache Beziehung zwischen deutschen Fußballfans und der Auswahl ihres Landes scheint derzeit mehr und mehr in die Brüche zu gehen. Und während man früher relativ wenig Probleme damit hatte, wenn die Mannschaft von Sieg zu Sieg eilte, muss man heute sagen, es nervt. Die Nationalmannschaft nervt. Durchhalteparolen zum Umbruch nerven. Jogi Löw, der sich mit Charme und Coolness versucht, durch irgendwelche Interviews zu lavieren, nervt. Oliver Bierhoff nervt. Und, sind wir mal ganz ehrlich, Länderspielpausen nerven wie die Sau. Und bei 13 verletzungsbedingten Absagen darf man zumindest mal die Vermutung in den Raum stellen, dass auch nicht alle Spieler unbedingt 1000% Bock auf den DFB haben. Freunde, das hier ist einfach nur meine Meinung. Und eins mal vorneweg, ich habe keine Antworten dafür. Seht dieses Video vielleicht eher als Bestandsaufnahme DFB 2019. Mit dem 3:0 in Estland ging für Bundestrainer Joachim Löw und seine Nationalmannschaft am Sonntag die Länderspielpause zu Ende. Nach dem 2:2 im Freundschaftsspiel gegen Argentinien sorgt der Pflichtsieg gegen die Tabellenletzten vom Ergebnis her für ein versöhnliches Ende. Doch ein Erfolg war diese Länderspielpause ganz sicher nicht. Denn der Weg zur EM 2020 verläuft seit der WM 2018 holpriger als in Nasrasur bei Christian Ziege. Und das liegt am DFB selbst. Denn die machen es sich zeitgleich viel zu einfach und damit extrem schwer. Wir müssen jetzt nicht nochmal alles durchkauen, was vor der WM 2018 passiert ist. Die Vertragsverlängerung mit Jogi Löw, die keinen Sinn machte, die furchtbar gehandelte Özil-Debatte etc. pp. Aber alles nach der WM, da muss man eben schon drauf schauen, denn das ist relevant. Und es beginnt mit der Analyse nach der Weltmeisterschaft. Die WM 2018 war ein Desaster. Und die sportliche Leitung kommt nach 68 Tagen eingehender Analyse zu dem Schluss, dass man im Grundpersonal weder auf noch neben dem Feld großartig etwas ändern muss. Im Großen und Ganzen, das passt schon alles. Und es war eigentlich nur fehlende Einstellung und ein etwas unflexibles taktisches System. Soweit zur Selbstkritik. Das ist ein Schluss, den man ca. 15 Minuten nach Anpfiff des letzten Gruppenspiels gegen Südkorea hätte ziehen können. 68 Tage nach dem Turnier allerdings war das reichlich dünn. Zeitsprung. März 2019. Nach einem schwierigen Start erkennt man bei der DFB-Elf so langsam aber sicher die neue Handschrift. Werner, Gnabry, Leroy Sané wirbeln offensiv relativ vielversprechend und generell kristallisiert sich der neue Löw-Fußball immer mehr hinaus. Irgendwie. Ein bisschen. Eines schönen Morgens steigt Jogi Löw in den Flieger, ab nach München und dort erklärt er Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller, Freunde, war gut mit euch, aber jetzt seid ihr doch nicht mehr Teil des Grundpersonals, ihr seid kein Teil der Nationalmannschaft mehr. Bei aller berechtigter Kritik am Zeitpunkt und an der Art und Weise hielt ich das damals sportlich für die richtige Entscheidung. Das muss ich ganz klar so sagen. Aber deshalb bin ich auch nur YouTube-Hansel und nicht Bundestrainer. Der Kritikpunkt mit der Ausbotung war die Tür für Mats Hummels und auch die beiden anderen sofort komplett zu. Kein Weg zurück. Und das, obwohl Mats Hummels inzwischen seit 10 Monaten auf wirklich hohem Niveau agiert. Und das hat dann Auswüchse zur Folge, wie eben Robin Koch in der Startaufstellung gegen Argentinien. Das ist überhaupt keine Kritik an Robin Koch. Um den Jungen geht es hier überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde, er hat seine Sache wirklich gut gemacht. Mein Punkt ist allerdings, wer versucht zu argumentieren, dass Robin Koch derzeit der bessere Spieler ist als Mats Hummels, der wird sich schwer tun, Argumente zu finden. Und jetzt sagt ihr, ach Mann, der arme Jogi Löw, der kann aber auch nichts richtig machen. Doch, kann er. Er tut's aber halt einfach selten. Denn diese Starkköpfigkeit und diese unglaubliche Sturheit, die Jogi Löw an den Tag legt, ist nicht das erste Mal ein Problem. Beispiel Kevin Volland. Der Angreifer ist faktisch seit 2 Saisons der zweitbeste deutsche Offensivspieler hinter Timo Werner. Ja? 28 Tore in den letzten beiden Saisons, Timo Werner hat 29 gemacht. Das ist jetzt nicht so ein riesiger Unterschied. Aber, dass Kevin Volland zur Nationalmannschaft eingeladen wird, nochmal, denn er war ja schon ein paar Mal da, ist inzwischen mehr oder weniger ausgeschlossen. Er spielt keine Rolle mehr in den Planungen. Und das ist einfach ein wichtiges Ding. Und da kommen wir zu einem Punkt, der für mich ein elementarer Bestandteil der Kritik am DFB ist. Denn die deutsche Nationalmannschaft war früher ein bunter Haufen, in den sich auch mal Exoten und überalterte Spieler reinspielen konnten, wenn sie denn einfach Leistung brachten. Die Nationalmannschaft 2019 allerdings, das ist ein Glaspalast. Und in den kommt man nur rein, wenn man nach inzwischen kaum nachvollziehbaren Kriterien eine Einladung bekommt. Und dann ist es völlig egal, ob man zu der Party, die drinnen läuft, irgendwas beitragen könnte oder nicht. Kriegst die Einladung nicht, kommst nicht rein. Und das hier ist wieder keine Kritik an den Spielern, Freunde. Aber wenn du in der deutschen Nationalmannschaft 3 von 5 Spielern in der Defensive hast, die Robin Koch, Halstenberg und Klostermann heißen, dann wird es schwer sein, für diese Mannschaft Fans für sich zu gewinnen. Das ist einfach so. Vor allem, wenn es Spieler gibt und Alternativen, die A, entweder besser sind oder B, nicht die Chance bekommen, zu zeigen, dass sie eine ernsthafte Alternative sind. Und die gibt es für alle 3 Positionen, die ich gerade genannt habe. Und jetzt sind wir beim Thema Oliver Bierhoff angekommen. Der ehemalige Teammanager, der jetzt ja Direktor ist beim DFB.
was auch immer das heißen soll, hat sicherlich seit seinem Amtsantritt 2004 wichtige Dinge für die Entwicklung des DFB getan. Stelle ich nicht in Abrede. Aber er ist eben auch verantwortlich für die völlige Eventisierung und den emotionalen Ausverkauf der deutschen Nationalmannschaft. Außerdem hat er den unsäglichen Spitznamen die Mannschaft durchgedrückt. Er ist dafür mitverantwortlich, dass die Ticketpreise auf europäisches Topniveau gestiegen sind. Und mit Topniveau meine ich, niemand in ganz Europa nimmt mehr Geld dafür, um seine Nationalmannschaft zu sehen, als der DFB. Unter Oliver Bierhoff haben sich außerdem die Anschlusszeiten so nach hinten verschoben, dass sie einzig und allein für TV-Zuschauer erträglich sind, nicht für die Leute im Stadion. Und spätestens seit seiner Idee, die dritte Liga doch wieder dreigleisig zu machen, sollte man relativ deutlich sehen. Oliver Bierhoff hatte einige gute Ideen, aber vielleicht reicht es auch irgendwann. Der Spitzname Eventmanager, den Oliver Bierhoff schon vor über 10 Jahren verpasst bekommen hat, hat schon seine Berechtigung irgendwo am Ende des Tages. Und Freunde, eine Sache ist klar. Jogi Löw, der wollte sein Hochsicherheitshaus, in dem er seine Privatparty feiern kann. Oliver Bierhoff hat entschieden, dass es ein Glaspalast sein muss. Und dann sind da noch die ganzen Nebenkriegsschauplätze. Sommermärchenskandal, Özil-Debatte, Torwartfrage, Grindel, Grindel, Grindel. Mangel an Selbstkritik, unverständliche Nominierungsprinzipien, Halbseiten, die Figuren, die in leitenden Positionen rumeiern, dazu die völlige Entfernung von Fans, die die Mannschaft gerne im Stadion sehen wollen. Da stellt sich irgendwann die Frage, wie soll man sich denn noch für den DFB begeistern und warum empfinden denn 90% der Fußballfans die Länderspielpause als nervige Unterbrechung? Und Freunde, ich habe am Anfang gesagt, ich habe hier keine Antworten. Und das bleibt auch so. Aber manchmal hilft es ja auch schon, ein paar Dinge festzuhalten, die man eventuell nicht mehr machen sollte. Nehmt doch bitte zum Beispiel im Schnitt nicht mehr irgendwie 60, 70 Euro für die Tickets. Denn ganz im Ernst, die Leute, die deutsche Nationalmannschaft im Stadion sehen wollen, das bin nicht ich und meine Kumpels. Das sind großteils Kinder. Das sind die kleinen Menschen, die abends früh ins Bett müssen. Ja? Gebt denen doch die Chance, dass sie mit ihrer Familie ins Stadion gehen können, ohne dass der Vater 300 Euro bezahlen muss und das Kind noch vor der Halbzeit auf dem Schoß einschläft. Gebt doch Fußballfans mal das Gefühl, dass ihre Lieblingsspieler berufen werden könnten, wenn sie ihre Leistung bringen und nicht, dass sie nicht nominiert werden, weil sie beim falschen Verein spielen oder einmal im Leben ihre Meinung gesagt haben. Die sportlich Verantwortlichen sind nicht die deutsche Nationalmannschaft, okay? Das sind nur die Verantwortlichen. Ich bin verantwortlich für dieses Video. Und wenn ich hier grobe Fehler drin habe, dann werde ich dafür gerade stehen müssen. Und zwar jetzt gleich, sobald das rausgeht. Und nicht in 68 Tagen. Vielleicht ist das auch mal eine Idee für den DFB. Und bitte nennt euch nicht die Mannschaft. Ihr seid nicht die Mannschaft und ihr wart nie die Mannschaft. Wenn ich von der Mannschaft rede, meine ich Eintracht Frankfurt. Wenn Flo sagt, die Mannschaft, meint er Hertha BSC. Und das geht jedem einzigen Fußballfan so. Ey, ihr wart die größte Attraktion im deutschen Fußball außerhalb der Bundesliga. Warum hat das nicht gereicht? So, Freunde, das war's für heute mit meiner Meinung zum DFB. Gerne, was denkt ihr darüber in die Kommentare? Lege ich komplett daneben. Wo habe ich recht? Wo liege ich falsch? Wo war ich nicht ganz fair? Alles hier unten rein. Das war's für heute. Auf Wiedersehen.